Hallo aus der Garage. Es ist Nachmittag um 14:15 Uhr. Ich möchte noch ein bisschen was machen heute. Ich habe mir wieder zwei Reparaturbleche gefertigt und gebogen. Die möchte ich heute fertig machen zum Reinschweißen. Das heißt noch grundieren, lochen, anpassen und so weiter. Vielleicht kriege ich die auch noch gepunktet heute, ich weiß noch nicht. Aber bevor wir anfangen, möchte ich noch Zuschauergeschenke auspacken. Ich habe zwei Lieferungen bekommen, zwei Sendungen, eine gestern. Die habe ich mir extra aufgehoben für heute. Großes, schweres Paket, das blub, blub machen macht beim Bewegen. Und heute ist das hier gekommen vom Helmut aus Krefeld. Und das mache ich als erstes auf. Das ist kleiner, macht auch gluck, gluck, gluck. Ich vermute mal, da ist eine Flasche oder was drin. Auf dem Wege möchte ich mich dann natürlich gleich bedanken. Darum packe ich das vor der Kamera aus, dass die Leute wissen, dass es gut bei mir angekommen ist. Nö, das war kein Zuschauergeschenk. Das habe ich gekauft und ist heil angekommen. Das gibt ein extra Video, eine Geschichte aus meiner Jugend. Das also war von mir gekauft. Habe ich schon gar nicht mehr auf dem Zeiger gehabt, aber wie ich die Flasche gesehen habe, habe ich es gewusst. Dann kommen wir zu dem großen Paket von Marcel. Groß und schwer. Groß und schwer. Und das machen wir jetzt mal auf, bevor wir mit der Arbeit weitermachen. Vor Mittag habe ich auch schon ein paar Aufnahmen gemacht für Teil 2 von meinem Stiefelvideo vom Einlaufen der Soldatenschule. Schau ich bloß, wo da irgendwo eine Möglichkeit ist, das Ding aufzumachen. Rauskriegen, wie rum das gepackt ist. Jetzt ist offen. Oben liegt ein Brief drin von Marcel, leidenschaftlicher Rothändler und Pfeifenraucher. Ganz meine Welle. Das werde ich mir nachher durchlesen. Briefe sind privat, die lese ich nicht vor. Auf jeden Fall freue ich mich. Aus Oberfranken kommt das Paket. Lese ich mir nachher interessiert durch. Jetzt schauen wir, was drin ist. Rausgelaufen ist mir nichts. Oh. Was soll ich sagen? Eine Packung mit einer Faunpfeife. Bin jetzt schon geplättet. Faunpfeife ist nicht billig. Ein sehr schönes Modell. Die werde ich extra mal vorstellen. Neu, unberaucht. Eine wunderbare Rustizierung, ein Handschmeichler. Die werde ich heute noch stopfen und testen. Sehr großzügig, muss ich echt sagen. Da kriege ich dann gleich ein schlechtes Gewissen. Weil ich weiß, was so Pfeifen kosten. Ganz tolles Ding. Muss ich aufpassen. Steckt man gleich mal in die Jackentasche. Ein T-Shirt. Firefighter. Ja, es war mir eine Ehre. Jetzt nicht mehr aktiv, werde ich aber in Ehre tragen. Verpackung Rothändli, lange nicht mehr gehabt.
Wisst ihr was? Da rauchen wir jetzt gleich eine. Zur Feier des Tages. Sieht ihr den Toten dort im Sand? Das ist der Raucher der roten Hand. Ich will nur nach dem Feuer schauen. Rauch hast du dabei trocken. Ein kleiner Pfeifentabak. Da ist auch noch ein Tabak drin. Wenn wir anschauen. Das ist ja fast wie ein Weihnachtspaket. Großzügiges Weihnachtspaket. Mod-Zeitschriften aus dem Jahr 1981. Da werden so manche Fahrzeugerinnerungen kommen bei mir. Ein Hattrick Rasierwasser, Uwe Seeler, sein Lieblingsrasierwasser, habe ich schon mal ein Video drüber gemacht, ein Klassiker. Das letzte, das ich hatte, habe ich in der Arbeit verbraucht. Und jetzt noch diverse regionale Biere. Kein Bier, Sassan Comfort, cooler Aperitif, auch lange nicht mehr getrunken, eine Gorsenhalbe, Seidler, Fränkisch. Gibt es also auch in Franken die Gossenmaß. Ein Schärdl Premium Pilsner. Kann bald das Bierhaus der 111 Biere aufmachen. Die letzte halbe ist eine Breitenlesauer Weiße, Weißbier, einmal wieder was Feins. Marcel, vielen Dank für das überaus großzügige Paket, ich weiß das zu schätzen. Und ich werde an dich denken, wenn ich die Pfeife immer rauche, versprochen. Und jetzt muss ich noch schauen, dass ich ein Feuer finde für die Rothändler. Und dann legen wir los, bin geplättet, war wirklich ein tolles Paket. Dankeschön. So, jetzt der Rothändler und dann legen wir los. Einzigartiges Kraut. Mal markieren, wo wir freischleifen müssen. Finde ich nicht Licht, gell?
So. So, kommt meine Lochzange mal wieder zum Einsatz. So sieht das aus. Und da mache ich dann einen Schweißpunkt rein, da in das Loch, auf die Gegenseite. Achtung, laut! Wird geschweißt. Thank you.
Ja, und so verabschiede ich mich heute aus der Garage. Der Nachmittag ist vorbei. Mal schauen, wie spät es ist. 4:30. Doch 2 Stunden gearbeitet ungefähr. Das Blech ist drin, das ich reinmachen wollte. Jetzt ist mir der Druckminderer vereist. Bei CO2 ist das ein bisschen ein Problem. So sieht es aus. Blech ist drin, gehört natürlich noch sauber verschliffen nachher und die Übergänge verspachtelt, wenn es fertig ist. Ein paar Punkte muss ich noch schweißen. Aber das andere gibt es dann nächstes Mal. Ciao und Servus, danke fürs Zuschauen.